Ja, ich habe ganz gut geschlafen. Das ist eine sehr ruhige Straße, die nachts fast gar nicht befahren wurde. Ich selber bin mit dem Gesetzentwurf ja schon länger befasst und kann nur sagen, als wir begonnen haben, den durchzuarbeiten und auch dann klar war, welchen Diskussionsbedarf es da gibt, weil es ja durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf verschiedene Aspekte des Themas zwischen den Koalitionspartnern gibt. Als das alles klar war, war mir auch ziemlich schnell klar, dass die Sommerpause für die Verabschiedung Hallo, heute mache ich mal einen Wandertag und lasse das Auto stehen. Davon berichte ich heute. Viel Spaß!
Hier sehe ich gleich mal den offiziellen Namen meines Stellplatzes, Wanderparkplatz Kalkhöhe. Die Stromtankstelle ist gut ausgeschildert, scheint die einzige zu sein. Die Wanderwege sind hier in der Umgebung von Glashütte gut ausgeschildert. Allerdings hätte ich zu bemängeln, dass es keinen Wasserspender gab, um für Wanderer Wasser aufzufüllen oder so. Und auch keine öffentliche Toilette.